Dieser Film ist eine Reise in das biblische und heutige Israel. Wir sehen Plätze aus dem Leben von Jesus von Nazareth und der jüngeren Vergangenheit des jüdischen Volkes. Zu den grundlegenden Ereignissen der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel gehört die Tatsache, dass das Volk von Israel aus dem Sklavenhaus Ägypten befreit und in das Land Kanaan,
in dem Milch und Honig fließen, hineingeführt wurde. Im heutigen Israel liegt Tel Aviv am Mittelmeer und ist nach Jerusalem die zweitgrößte Stadt dieses Landes. In Israel leben derzeit etwa 8 Millionen Einwohner. Davon sind rund 75% Juden und 21% Araber. Israel ist der einzige Staat der Welt, in dem Juden eine Bevölkerungsmehrheit bilden. Und wurde als Staat gegründet, der Juden auf und aus der ganzen Welt eine Heimat bieten und sie vor Verfolgung schützen soll. Wir fahren von Tel Aviv ins Landesinnere, nach Jerusalem und Bethlehem. Die beiden Städte sind etwa eine Stunde Busfahrt von Tel Aviv entfernt. Jerusalem liegt in den judäischen Bergen zwischen Mittelmeer und Totem Meer und hat heute etwa 800.000 Einwohner. Für das religiöse Bewusstsein des jüdischen Volkes spielt Jerusalem seit alters her eine herausragende Rolle. Dies beruht auf biblischen Überlieferungen von König David, der Jerusalem zur Hauptstadt seines Reiches machte, sowie auf der Westmauer als dem einzigen Überrest des herodianischen Tempels. Auf der Fahrt zur Geburtskirche von Jesus in Bethlehem passieren wir die Grenzkontrolle des palästinensischen Autonomiegebietes. Die israelische Sperranlage trennt mit einer bis zu 8 Meter hohen Mauer Bethlehem von Jerusalem. Bethlehem befindet sich im Westjordanland und hat heute etwa 30.000 Einwohner. Für die ca. 2,2 Milliarden Christen in der Welt ist die Stadt von besonderer Bedeutung, weil sie der Überlieferung nach der Geburtsort von Jesus Christus ist. In der Nähe der Geburtskirche befindet sich die Milchgrotte, eine kleine Kapelle, die an dem Ort errichtet sein soll, an dem ein paar Tropfen Milch von Marias Brust an die Wand geträufelt sind, während sie das Jesuskind stillte. Diese Tropfen haben die Grottenwand weiß gefärbt, die daher heute als wundertätig gilt. Sowohl Christinnen als auch Muslimas kommen seit Jahrhunderten hierher, um Marias Beistand zu erbitten. Die Frauen pressen ihre Brust gegen den Stein und versprechen sich davon Fruchtbarkeit. An diesem Ort sollen auch die unschuldigen Opfer der von Herodes nach der Geburt Jesu veranlassten Kindesmorde begraben sein. Wir fahren weiter zur Geburtsstelle von Jesus.
Die Geburtskirche ist die Kirche in Bethlehem, die über der vermuteten Geburtsstelle Jesu Christi errichtet wurde. Die Kirche gehört zu den wenigen Beispielen vollkommen erhaltener Bauten aus frühchristlicher Zeit. Links, direkt an die Geburtskirche angebaut, befindet sich die 1881 von den Franziskanern anstelle einer früheren Kirche neu errichtete Katharinenkirche. Für den Papstbesuch im Jubiläumsjahr 2000 erfolgte eine Restaurierung, bei der der Raum hinter dem Hauptaltar vergrößert wurde. In der Geburtskirche wird der Gottesdienst in der griechisch-orthodoxen Tradition abgehalten. Im Jahre 386 kam der heilige Hieronymus nach Bethlehem, wo er seine lateinische Bibelübersetzung vollendete. In seinem umfangreichen Werk berichtet er wiederholt von der Geburtsgrotte. So in seinem 46. Brief. Hier, in einer kleinen Erdspalte, wurde der Schöpfer des Himmels geboren. Die Geburtskirche ist die älteste erhaltene und ununterbrochen genutzte Kirche im Heiligen Land. Im Jahre 2012 wurde sie in das Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen. Unter dem Geburtsaltar befindet sich ein 14-strahliger Silberstern, der die Geburtsstelle Jesu markiert. Die Geburtskirche wurde im Jahre 333 von Kaiser Konstantin errichtet. Dieser Ort wurde bereits im 2. Jahrhundert als Geburtsstätte verehrt und stellt heute für Gläubige aus aller Welt einen der wichtigsten Wallfahrtsorte dar. Jesus wurde in einem Stall geboren, wie es Matthäus und Lukas in der Bibel berichten. Auf den Feldern von Bethlehem hatten Hirten eine himmlische Erscheinung, die sie auf die Geburt des Messias hinwies. An der Grotte von Jesu Geburt finden regelmäßig Zeremonien statt. Danach kann man an die Stelle herantreten. Jesus Christus,
Jehozes, so ist das Marmidime, so ist das. Was singen es, das schade ich. Jerusalem ist die Hauptstadt von Israel und wird von Christen, Juden und Muslimen als heilige Stadt angesehen. Vom Ölberg aus hat man eine schöne Sicht auf die Stadt, den Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee. Der Felsendom ist der älteste Sakralbau des Islam und eines der islamischen Hauptheiligtümer. Ebenso ist er ein Meisterwerk der islamischen Baukunst. Und das wohl bekannteste Wahrzeichen Jerusalems, der Gegenwart. Poetische und religiöse Titel, wie der biblische Name Zion oder Heilige Stadt, bezeichnen Jerusalem als Wohnsitz des einen, einzigen Gottes, den Juden und Christen verehren. Am Fuße des Ölbergs befindet sich der Garten Gethsemane. Hier ist der Ort, an dem nach dem Matthäus, Markus und dem Lukas-Evangelium Jesus Christus in der Nacht vor seiner Kreuzigung betete, ehe er von Judas Ischariot verraten und von Abgesandten des Hohepriesters verhaftet wurde. Gethsemane ist griechisch und heißt übersetzt Olivenpresse. Dieses Areal war schon in biblischen Zeiten mit Olivenbäumen bepflanzt. Neben dem Garten Gethsemane steht die Kirche aller Nationen. Sie verdankt ihren Namen der Tatsache, dass Spenden aus allen Ländern ihren Bau ermöglichten. Das Gebäude soll auch an den Moment erinnern, in dem sich Jesus seines bevorstehenden Leidens bewusst wurde. Daher wird dieser Bau auch Todesangst-Basilika genannt. Santo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo.
Der Leidensweg Christi, die Via Dolorosa, beginnt wenige hundert Meter hinter dem Löwentor nördlich des Tempelbergs. Nach der Überlieferung ist die Via Dolorosa jene Straße, die zur Zeit des Todes Jesu vom Amtssitz des römischen Statthalters Pontius Pilatus zur Hinrichtungsstätte am Hügel Golgatha führte. Diesen Weg musste Jesus vor seiner Kreuzigung zurücklegen, wobei er auf einem Großteil der Strecke das Kreuz selber tragen musste. Daher ist die Straße als Kreuzweg ausgestaltet. Der Hof der muslimischen Schule O Maria füllt sich jeden Freitagnachmittag mit Menschen, wenn Franziskaner den Kreuzweg beginnen. Die Kapellen der Verurteilung und der Geißelung. Diese beiden Kapellen der Franziskaner stehen teilweise auf dem Litos Trotos, dem römischen Steinpflaster, wo Jesus zum Tode verurteilt wurde. Ein Teil des Triumphbogens, der sich jetzt in der Ecke Homo Basilica befindet. Die Tradition benennt ihn als den Ort, an dem Pilatus Jesus dem Volk vorgeführt hat. Oft begegnet man auf diesem Weg Pilgern, die den Kreuzgang nachempfinden. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Third station. Third chase station. Jesus falls for the first time. We adore you, O Christ, and we bless you, because by the Holy Cross you have redeemed. The grace to follow you unceasingly, without regard for human respect.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Jesus meets his afflicted mother. We adore you, O Christ, and we bless you, because by the will of God. My dearest Lord Jesus, I thank you. Eine Überlieferung erzählt, dass Maria am Wege stand, um ihren Sohn zu sehen. Hier in dieser kleinen armenisch-katholischen Kapelle wird ihres Schmerzes und ihrer Trauer gedacht. Die fünfte Station wird durch ein Oratorium der Franziskaner an der Stelle angezeigt, wo die Via Dolorosa in Stufen zur Golgatha-Stätte hinaufführt. Hier, wo einst das Haus der Veronika gestanden hat, wurde eine melkitisch-griechisch-katholische Kirche errichtet. Die Legende berichtet, Veronika habe dem vorbeigehenden Jesus ein Schweißtuch gereicht, um Schweiß und Blut von dessen Gesicht abzuwaschen. Dabei soll sich das Gesicht Jesu auf wunderbare Weise auf dem Schweißtuch als sogenanntes Veronika-Bild eingeprägt haben. Eine große römische Säule bezeichnet den zweiten Fall von Jesus, gerade als er die Stadt durch ein Tor verließ. Die Überlieferung berichtet, dass sein Todesurteil hier angeschlagen wurde. Die achte Station ist gekennzeichnet durch ein lateinisches Kreuz, eingraviert in die Mauer des griechischen Klosters.
Nicht weit entfernt von dieser Stelle befinden sich Apsis und Dach der Grabeskirche. Sie soll daran erinnern, dass Jesus im Angesicht der Stätte seiner Kreuzigung zusammenbrach. Die Grabeskirche steht an der überlieferten Stelle der Kreuzigung und des Grabes Jesu. Die Kirchenanlage zählt zu den größten Heiligtümern des Christentums und bezieht den Ort des Grabes und den nahe beiliegenden Hügel Golgotha mit ein. In die Kapelle der Entblößung Jesu führen Stufen hinauf. Die wichtigste heilige Stätte für die lateinischen Christen. Sie bezeichnet den Ort, an dem Jesus unter den Augen seiner Mutter ans Kreuz geschlagen wurde. Der griechische Altar im östlichen Stil erhebt sich über dem Kalvarienfelsen, über der Stelle, an der die Kreuze von Jesus und den beiden Verbrechern standen. Stein der Salbung, auf den der Körper von Jesus gelegt wurde.
heiligster Ort der Christenheit. Die Stätte von Jesu Begräbnis und Auferstehung befindet sich in einer eigenen Kapelle und bildet das Zentrum der ganzen Grabeskirche. Im Westen von Jerusalem befindet sich Yad Vashem. Es ist die bedeutendste Gedenkstätte, die an die nationalsozialistische Judenvernichtung erinnert. Dieser Ort wird jährlich von über 2 Millionen Menschen besucht. Das weitläufige Gelände umfasst eine Vielzahl von Skulpturen und einzelnen Gedenkstätten. Diese Säule des Mutes erinnert an den jüdischen Widerstand. In der Halle der Erinnerung sind die Namen der 22 größten Konzentrationslager in den Boden eingraviert, die exemplarisch für alle Orte der Vernichtung stehen. In der Halle der Namen werden die Namen und persönlichen Daten der jüdischen Opfer des nationalsozialistischen Massenmordes gesammelt. Das Denkmal für die Kinder ist dem Gedenken an die 1,5 Millionen ermordeten Kinder gewidmet. Das Denkmal ist als unterirdischer Raum angelegt, in dem 5 Kerzen in der Dunkelheit so reflektiert werden, dass ein ganzer Sternenhimmel entsteht. In europäischen Ländern gibt es Partnerschaftsvereine, welche die Ziele von Yad Vashem vertreten. Durch kulturelle Veranstaltungen
soll auch die vielerorts verloren gegangene jüdische Kultur wiederbelebt und in Erinnerung gehalten werden. In Jerusalem sind die Juden die wichtigste religiöse Gruppierung. Den Christen ist Jerusalem heilig, da es der Ort der Leidensgeschichte, Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi ist. Im Neuen Testament wird Jerusalem weit mehr als 100-mal zitiert. Die Geschichte der Stadt geht bis in die ersten Jahrhunderte des Christentums zurück. Auf dem Weg zur Klagemauer treffen wir viele Menschen, die zur Andacht gehen. Neben der Klagemauer befindet sich der archäologische Park. Dort blieben zahlreiche Reste des zweiten jüdischen Tempels erhalten. Es gibt aber auch Ausgrabungen aus anderen Epochen der heiligen Stadt. Die Klagemauer steht in der Altstadt von Jerusalem. Sie ist eine religiöse Stätte des Judentums und stellt die frühere Westmauer des zweiten Jerusalemer Tempels dar, der sich an dieser Stelle befand. Von den Juden wird die Klagemauer westliche Mauer genannt, da sie die Westmauer der Tempelanlage war und nicht primär Ort der Klage ist. Täglich besuchen viele Menschen diesen Platz, um zu beten. Viele stecken auch aufgeschriebene Gebete, Wünsche und Danksagungen in die Ritzen und Spalten des Bauwerks. Die Mauer stellt für viele Juden ein Symbol für den ewig bestehenden Bund Gottes mit seinem Volk dar. Der Platz ist auch Begegnungsstätte und Ort für fröhliche Aktionen. In einem Bereich neben der Klagemauer widmen sich die Gläubigen dem Studium der geistigen Schriften. Da
Das Zwiegespräch mit Gott und die Hingabe zum Glauben geben vielen Menschen Kraft zum Leben und zur Vergebung.